Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel called Wettrüsten. By the way, mit zwei anderen Playern. Mit dem Tobi. Moin. Und mit so einem, ja, weiß ich jetzt nicht, wer. Oh shit. Weiß ich jetzt nicht, wer das ist. Kennen wir beide nicht. Haben wir nur gerade durch Zufall eingeladen. Und ja, ich dachte mir mal. Noch eine Runde Wettrüsten kann man immer mal machen. Und der gute Tobi, der ist ein sehr netter und aktiver Twitch-Zuschauer. Da dachte ich mir, mit den Twitch-Zuschauern kann man doch auch mal eine Runde aufnehmen, ne? Auf jeden Fall. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein darf. Kein Ding, ich meine, nee, YouTube-Kanal hast du nicht, ne? Nee. Okay, jetzt kann man deinen Twitch-Kanal verlinken, bei dem kann ich auch mal vorbei verschauen. Und ja, du machst nicht auch CSGO, ne, oder? Doch, CSGO und halt die üblichen Simulatoren. Ja, so ähnlich, so wie Niklas und ich das machen. Ja, so wie du am Start bist. So mache ich das teilweise auch. Das ist doch schön. Das Ganze. Bist du in meinem Team? Ja, du bist ja genau, für alle, die es nicht wissen, Tobi ist Finishing Move. Oder genau. Ja genau, Finishing Move. Ich muss gerade erstmal wieder reinkommen in dieses Game. Ich bin die ganze Zeit nur ATS noch gewohnt und so ETS und den ganzen. Es geht mir auch so. Das ist echt schon krass. Also wenn ihr auch gerne mal mitspielen wollt, dann könnt ihr mich einfach auf Steam adden. Die meisten haben eigentlich meinen Namen schon geaddet. Das hatten die gesagt und ich eigentlich ganz vergessen mal zu sagen, dass ihr auch mitspielen könnt. Bei Sachen. Oder bei Videos wäre auch gar nicht mal so schlecht. Können wir euch mit einbeziehen. In die ganze Situation. Boah, ich kriege mir gerade keinen mehr. Ich kriege immer nur so Assists. Also irgendwie treffe ich die nur halb und dann wäre ich selber gekillt. Boah, da campen sie, da campt einer. Hier, oder aber. Den haben wir, easy peasy. Denn ich würde uns eigentlich auch gerne die ganzen... LOL, die ganzen Livestreams hochladen auf Twitch. Aber das geht leider nicht wegen der Musik, die da drin läuft, wegen der GEMA dann. Und dann meckert die GEMA und dann habt ihr vielleicht mal 10 Minuten oder wenn nicht sogar mal eine halbe Stunde mal gar keinen Ton. Das will da auch keiner. Deswegen, ja, machen wir dann mal so einzelne Videos. Oh, wir haben irgendwas freigeschaltet. Blöd, Mann. Einfach Autosniper. One shot. Diese Lucky Player. Könnt ihr dann später vielleicht oder morgen oder so eine Runde Wettkampf aufnehmen, oder? Ja. So, dass wir das Spiel mit analysieren, das wäre auch ein gutes Format für den Kanal, finde ich. Was denn? Ja, dass man so eine Runde Matchmaking zockt und das ein bisschen analysiert, drauf eingeht und so, das ist wahrscheinlich auch ein gutes Format. Kannst ja recht von anderen Leuten so ein Spiel angucken. Ja, oder wir können selbst zocken, das geht auch. Ja. Könnte man einrichten. Boah, die haben irgendwie alle, die ganze Waffe haben irgendwie andere Sounds bekommen, ne? Kann das sein? Ein paar, ja. Mit den Updates. Die Mac-7 und die Negev, soweit ich weiß. Und wenn die Waffen die Mac-10 auch leer sind, ich glaube die letzten zwei oder drei Schüsse, dann klickt die so. Die Negev hat auf alle Fälle. Weißt du. Das geht sich komisch an. Boah, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch echt nicht, ohne Witz jetzt. Ich häng grad bei der abgesägten Schrotflinte, ne?
Ah, ich bin einen drüber. Aber ich krieg's nicht. Er hat, glaube ich, soweit ich weiß, jetzt auch einen neuen Sound bekommen. Nein, das gibt's nicht. Ich sag mal alle nicht instant nicht krieg. Sehr schön. Wahrscheinlich ein goldenes Messer. Ja, zum Glück aus unserem Team, da können wir schon mal nicht gemessert werden. Können wir immer. Ja, aber nicht von diesem Goldmesser-Ding. Ja, gut. Gut. Ich würde sagen, das war's für die kleine Folge. Wenn es dann euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da oder schaut mal bei dem guten Tobi vorbei. Der wird auch unten verlinkt sein, aber ist halt nur auf Twitch momentan. Und ja, könnt ihr auch mal bei Twitch bei ihm vorbeischauen. Genau. Dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut. Tschüss.